Hallo ihr Lieben. Ich erzähle mal was zu diesem wunderbaren Fragebogen, zu diesem roten Faden, den wir bekommen haben, um dieses Video zu machen, als Feedback für diese fantastische Erfahrung der letzten 6 Tage. Als ich in diesem 5D-Forum gelesen habe von dem Angebot, einen Kurs zu machen, einen Workshop über dieses Quantenlernen, war ich sofort total begeistert und inspiriert, weil das etwas ist, wovon ich wusste und was ich schon lange machen wollte und nie eine Ahnung hatte, wie ich das machen kann. Und dein Feedback, also deine Antwort, Amo, auf meine Anfrage, die war so herzlich und so einladend und köstlich, wirklich köstlich, dass ich mich total gefreut habe und dann ja, mich angemeldet habe. Meine Erwartungen waren einfach, ich bin neugierig und will wissen, was es damit auf sich hat. Und dann ist passiert, dass wir angefangen haben mit diesem Kurs und das eine wunderschöne Erfahrung war für mich, mit Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe, so eine Herzensverbindung zu haben, direkt. Und die ist über die Tage natürlich immer sehr viel besser geworden und schöner und intensiver und tiefer und ein Geschenk, ein absolutes Geschenk. Die Art und Weise, das so spielerisch zu machen, ich empfand das wirklich als spielerisch und leicht, hat es mir auch leicht gemacht und mir total geholfen, mich da hineinzufinden. Und es war überhaupt keine Arbeit. Es war einfach Vergnügen, Pleasure. ich habe unendlich viel gelernt. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass mir viele Sachen leichter fallen. Das Schreiben an dem Buch, wo ich nochmal eine ganz neue Inspiration für bekommen habe und das heute auch direkt umsetzen konnte. Das Lesen an sich geht viel schneller, auch wenn ich ganz normal lese. Das ist spannend. Das Traumtagebuch liegt neben dem Bett und ich habe heute Morgen mich an nichts erinnern können, aber ich bin mir sicher, nachdem das Buch jetzt da liegt, wird es auch noch kommen. Diese Methode mit dem Hochkugeln, ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll, die finde ich völlig genial. Und ich wende sie tatsächlich öfters an, mit erstaunlichem Erfolg. Ich werde sehr viel selbstsicherer dadurch, in dem, was ich tue. Ich bin sonst sehr kritisch. Und dadurch geht das leichter. Und ich fühle mich viel mehr verbunden mit dem, was ich mache. Mein Lernthema, das war ja sehr vage eigentlich. Und Avalon, danke für deine unglaublich intensiven, guten Fragen dazu, von denen ich lang nicht mehr alle weiß. Aber sie haben mir geholfen, generell zu gucken, was erwarte ich und was genau möchte ich denn haben. Und das war ja dieses, ich will näher an diesen Wesenskern kommen, der ich wirklich bin. Und ich habe das Gefühl, das passiert die ganze Zeit. Vor allem in der Art und Weise, wie ich mich ausdrücke und mitteilen kann. Das hat sich wirklich verändert. Das ist genial. Ich bin total happy. was ich in der Folgewoche lernen möchte, da muss ich nochmal drüber nachdenken, was man da noch mitmachen könnte oder was es da noch für Möglichkeiten gibt. Da weiß ich, glaube ich, noch nicht konkret genug, was es wäre. Interessiert bin ich auf jeden Fall. Und ich werde das allen meinen Freunden empfehlen, die ähnliche Arbeit machen wie ich, also kreativ sind und ihre Inspirationen umsetzen wollen. Und ich kenne das von vielen und von mir auch, dass es manchmal einfach hängt. Und dafür sind diese Mittel, die ich jetzt an die Hand bekommen habe, hervorragend geeignet. Deswegen auch gleich meine Frage, macht ihr das auch auf Englisch?
Meine niederländischen Freunde sprechen zwar alle Deutsch, aber die meisten nicht sehr gut, die sprechen alle sehr viel besser Englisch. Aber mal gucken, das wäre auch eine Herausforderung. Ja, soweit. Ich habe das Gefühl, reich beschenkt und gesegnet zu sein und freue mich jetzt schon auf eine Fortsetzung, wann auch immer. Bis gleich, ihr Lieben.